Wer hinter dem Anschlag steckt, wisse er nicht. Sich davon einschüchtern lassen will er jedenfalls nicht. Das macht Karamba Diaby im Gespräch mit Welt klar. Denn wenn man Angst habe, gäbe man den Angreifern recht, so der SPD-Politiker. Eine Mitarbeiterin hatte die Einschusslöcher in der Fensterscheibe seines Bürgerbüros entdeckt. Beschädigungen habe es schon zuvor gegeben, jedoch nicht in dieser Form. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Angriff zwischen 16.30 Uhr und 9 Uhr am Morgen abgespielt hat. Nach Bildinformationen sollen gefundene Teile auf eine Soft-Air-Waffe hindeuten. An zwei weiteren Gebäuden in der Straße habe man zudem Rückstände eines möglichen Beschusses gefunden. Diaby ist seit 2013 Bundestagsabgeordneter für Halle. Immer wieder wurde der aus dem Senegal stammende SPD-Politiker Opfer rassistischer Anfeindungen. Auch Morddrohungen erhielt er. Die Schüsse seien nun eine neue Qualität, so Diaby. Außenminister Heiko Maas reagierte empört auf den Angriff. Auf Twitter schrieb der SPD-Politiker: einfach unfassbar, widerlich und feige. Volle Unterstützung auch für das gesamte Team. Im Bundestag soll nun am Freitag wegen des Ereignisses eine Aktuelle Stunde zu zunehmender Gewalt gegen Politiker stattfinden.